Die Bagger arbeiten sich voran und durch die Halden aus Erdreich und Kies. Die letzten Reste der alten Produktionshallen sind verschwunden, in denen bis 1990 auf dem Grundstück an der Zittauer Straße unweit des Görlitzer Hauptbahnhofs Leuchten produziert wurden. Danach wurde das Werk wie viele andere in der Region abgewickelt. Hässlich und heruntergekommen sah es seit vielen Jahren an dieser Stelle aus. Dunkel und still war es geworden an diesem Ort, vom Verkehrslärm ringsum abgesehen. Doch es ist inzwischen ein deutliches Licht für eine neue Nutzung dieses Grundstücks zu erkennen. Denn seit einigen Wochen sind Bauarbeiten zu beobachten. Nach dem Abriss der alten Gebäude entsteht hier ein großer Parkplatz. Speziell für den Görlitzer Tierpark, der nur wenige Schritte von dieser Fläche entfernt ist. Auf dem bisherigen Zooparkplatz finden nur etwa 14 Fahrzeuge Platz. Die Arbeiten gehen zügig vorwärts. Das freut auch den Tierparkdirektor, der sich regelmäßig vom Fortgang der Arbeiten überzeugt. Ja, guten Morgen. Wir sind total glücklich, dass endlich unsere neuen Parkplätze hier entstehen. 65 Parkplätze für den Tierpark Görlitz. Wir sind sehr glücklich, dass es im Rahmen des Strukturwandels jetzt stattfindet. Nach fast 3 Jahren Bauphase und Planung scheint es dieses Jahr wirklich wahr zu werden. Das ist toll für unsere Besucher, weil sie können jetzt bequem dann hier parken und in unseren Tierpark kommen. Ohne die Gelder aus dem Strukturwandelfonds, dem Investitionsfonds für Kohleregionen, wäre diese Investition nicht möglich gewesen. Ein weiteres Projekt, das aus diesem Topf realisiert werden konnte, ist der neue Eingangsbereich des Tierparks. Der ist inzwischen in Betrieb gegangen. Insgesamt kann der Verein Tierpark Görlitz als Projektträger für den Aus- und Umbau der Infrastruktur etwa 5 Millionen Euro aus dem Strukturwandelfonds verwenden. Der neue Parkplatz bietet durch die vorhandene Ampelkreuzung einen sicheren Zugang zum Tierpark. Ein besonderes Osterei hat der Görlitzer Tierpark in das Nest der Gäste gelegt. An den Osterfeiertagen wird der neue Spielplatz Kinder erfreuen können.